Florida Machine. So, Versuch Nummer 2. Wir spielen Katamari Damacy. Damacy, keine Ahnung. Reroll. Dem Remaster des ersten Katamari-Spiels für die Switch und für PC. Zurzeit im eShop erhältlich für 20 Euro. Und da dachte ich mir, das ist halt echt okay vom Preis her. Weil das hat damals auch nur 20 Euro gekostet. Entsprechend lass ich es mir nicht nehmen, dieses ganze Geschichtsding einmal auszuprobieren. Und ich mach kurz mal das Tutorial durch, weil das haben wir bereits alles gesehen. Okay. Was ist das für ein Spiel? Das ist eine gute Frage. Das ist sehr aufregend auf jeden Fall. Ich mach kurz das Tutorial durch und dann erkläre ich es euch einfach, weil das ist, Das ist schwer zu erklären, was das hier eigentlich ist. Entsprechend Zeit für mehr Cutscenes. Das war tatsächlich kein Traum. Wir haben es geschafft. Der King of All Cosmos hat es tatsächlich geschafft. Ein mit Stern übersäter Himmel. Wir haben ihn kaputt gemacht. Ja, wir waren ungezogen. Sehr, sehr ungezogen. Es tut uns furchtbar leid. Aber ganz unter uns, es fühlt sich irgendwie richtig toll an. Wir können uns nicht mehr erinnern, aber wir befanden uns direkt im wohligen Schoß von Mutter Natur. Wir haben die Schönheit aller Dinge gefühlt und die Liebe, die alles durchdringt, genauso wahr ist. Hast du das gesehen? Wir haben aufrichtig gelächelt. Hast du das gesehen? Die Sterne funkelten in ihrer perfekten Schönheit. Es gab einst so viele von ihnen, dass es fast schon ein Ärgernis war. Aber nun gibt es nichts als Dunkelheit. Aber es ist nichts weiter als ein Traum. Aber ein richtig schöner Traum. Aber dieser fantastische, magische Moment verflog. Er hat sich gänzlich verflüchtigt. Wir kamen wieder zu uns und stellten fest, dass alle außer sich waren. Selbst der King of All Cosmos wurde nicht von ihrem Zorn verschont. Glaube mir, wir waren unglaublich wütend. Aber egal, kleiner Prinz. Beeil dich und bring den wunderschönen Sternhimmel zurück. Unsere Probleme sind auch deine Probleme, klar? Nur wegen uns lebst du und wir fordern die Schuld ein, verstanden? Hand in Hand, für immer, ja? Die Vater-Sohn-Beziehung schlechthin, klar? Also los, mach dich an die Arbeit. So. Wie wir sehen, der King of All Cosmos hat den Kosmos kaputt gemacht und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Sterne am Himmel wiederherzustellen. Dafür haben wir einen Katamari. Das ist dieser Ball, den wir vor uns haben. Und der Ball ist ganz doll klebrig und alles bleibt an ihm kleben. Und je größer dieser Ball wird, desto größere Sachen bleiben an ihm kleben. Sodass er halt idealerweise so groß wird, dass er irgendwann ein eigener Stern werden kann, damit er wieder am Himmel Sterne erscheinen. Und das ist so die Story des Spiels. Wir spielen den Prinzen
Das heißt, wir spielen den Sohn des King of All Cosmos, welcher halt alles kaputt gemacht hat. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, weil Papi sagt, das müssen wir machen, den Himmel wiederherzustellen. So, wir sind wie auf der Erde. Wir immer randvoll mit Dingen. Ha? Ha? Ach, so mickrig. Du bist ja immer noch so klein. Wir haben nicht das Allergeringste von dem Stern bemerkt. Was ist das? Der Körper dieser Statur. Diese Statur. Das soll wirklich unser Sohn sein? Aha, jetzt verstehe ich. Wachse und werde größer, während du den Katamari rollst. Trainiere und werde größer und stärker. Ganz recht. Erwarte nicht, einfach mit der Rolltreppe auf den Thron gehievt zu werden, nur weil du der Prinz bist. Oh, wie tangierend. Wenn du das erste Mal auf der Erde bist, musst du dir noch keine Sorgen um die Zeit machen. Wir werden dich abholen, wenn der Katamari 10 cm groß ist. Oh, da fällt mir noch etwas ein. Wir kreuchen und fleuchen viele Dinge umher und sind meistens im Weg. Wenn dir etwas von hinten auf die Pelle rückt, siehst du unten links einen Alarm. Du solltest besser nicht mit etwas Lebendigem zusammenstoßen, aber mach dir deswegen vorerst keine Sorgen. Das Spiel endet deswegen nicht gleich, also entspann dich und rolle los. Viel Erfolg, Prinzenzwerg. So, die Steuerung ist halt übelst fucking weird. Also die ist halt legit echt komisch. Die ist halt echt gewöhnungsbedürftig. Ich liebe Katamari konditionslos, aber die Steuerung ist halt sehr seltsam. Wie ihr vielleicht eben im Tutorial ganz kurz gesehen habt, man muss tatsächlich beide Sticks nach vorne drücken, um das ganze Ding hier zu steuern. Und ihr müsst halt beide Sticks mehr oder weniger immer in dieselbe Richtung drücken, wenn ihr nach vorne gehen möchtet. Und wenn ihr halt eine super krasse Kurve machen wollt, müsst ihr sie vorne zurückdrücken oder halt in beide Sticks eine schräge Lage bringen, damit es halt ein bisschen kurvig wird. Das ist halt ein bisschen super weird und das braucht echt ein bisschen Übung und Eingewöhnungszeit. Aber ich finde, dieses Spiel ist so kreativ und weird und komisch genug, dass man das ruhig mal machen kann eigentlich. Ja, komm schon, kann ich dich mal aufsammeln? Nein. Wie man vielleicht auch gesehen hat, man sollte es vermeiden, irgendwo gegen zu krachen, weil dann fallen Gegenstände vom Katamari ab. Und unsere Aufgabe ist es ja, den Katamari so groß wie möglich zu machen. Und... oh Gott. Normalerweise gibt es hier noch ein Zeitlimit mit dazu. Das heißt, wir haben halt, keine Ahnung, 3-4 Minuten, um den Katamari auf eine bestimmte Größe zu bringen. Und weil wir das erreicht haben, haben wir halt das Level geschafft. Und dann haben wir halt einen Stern kreiert. Und darum geht es halt in diesem Spiel. Mehr oder weniger. Und an diesem Ball bleibt halt auch legit einfach alles kleben. Also das ist nicht einfach nur, dass man hier irgendwelche toten Gegenstände aufrollt, sondern es geht wirklich auch darum, dass man irgendwann immer größer wird. Das heißt, man fängt halt klein an und rollt halt so kleine Sachen auf, wie Schrauben oder Mandarinstückchen oder ein Kompass oder eine Uhr. Und das geht dann halt irgendwann so krass groß, dass man anfängt, ganze Häuser und Städte aufzurollen. Und das ist relativ cool eigentlich gemacht. Und das Spielprinzip dahinter ist halt super nice und teilweise echt süchtig machend. Wenn man halt irgendwie auch sehen möchte, was zur Hölle, wo ist das Limit? Der erste Teil vom Spiel ist sogar relativ kompakt, also der ist gar nicht mal so lang, aber das spiegelt sich dann halt auch im Preis wieder. Das kostet halt auch nur 20 Euro, wie gesagt, das ist sehr, sehr angenehm. Und ja, ist halt ein süßes Spiel eigentlich. Dann schauen wir mal, dass wir noch 10 cm kriegen. Davon gibt es übrigens auch eine Demo. Das sollte ich vielleicht auch noch anmerken. Es gibt eine Demo zu dem Spiel. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, das sieht so weird aus, das will ich mal ausprobieren, mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, könnt ihr euch eine Demo aus dem E-Shop runterladen und das halt einfach mal selber ausprobieren. Und ja, das ist halt sehr süchtig machen, finde ich. Die Lebewesen auf der Erde sind sehr zuvorkommend und werden dir helfen. Sie werden dich alles aufräumen lassen und dich dabei anfeuern und dir sogar zuwinken. Lass uns erstmal nach Hause gehen. Okay. Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Ist mir wirklich fast entfallen. Wenn du auf der Erde rumtollst, musst du noch ein paar mehr Dinge beachten. Oh. Du kannst keine Objekte aufräumen, die größer als dein Katamari sind. Ah ja, das habe ich schon gemerkt. Nein.
10 cm und 1 mm, oder? Das war das erste Ziel, aber es ist nicht sonderlich aufregend, oder? Nächstes Mal wollen wir einen viel größeren. Das, was du am meisten gesammelt hast, ist... Genial, auf der Erde gibt es unglaublich viele Dinge. Wir entlassen ihn jetzt in den Himmel. Was? Du hast deinen eigenen Planeten vergessen? Tatsächlich? Ist das dein Ernst? Du bist also nicht nur mickrig, sondern auch noch lahm? Ah, auf Englisch stand da wahrscheinlich, oh, you're not just tiny, you're also slow. Und sie haben slow einfach mit lahm übersetzt, anstatt... Sagt man langsam? Aber ja. Ja, man sagt eher langsam als lahm, aber... Als Eltern fühlen wir uns dafür teilweise verantwortlich. Oh, weh. Das ist dein Heimatplanet. Der Planet, auf dem du lebst. Hier kannst du die Sterne betrachten, das Spiel speichern und viele andere Dinge tun. Du kannst sogar die Erde und den Weltraumpilz besuchen, indem du einfach die L-Taste oder die R-Taste drückst. Freu dein Katamari über die Erde, besuche den Weltraumprinz. Okay. Cool. Bitte speichere das Spiel auf dem Heimatplaneten, bevor du es beendest. Wenn du das Spiel beendest, um es zu speichern, wird dein Fortschritt nicht gespeichert. Oh, das ist sehr gut. Finde ich immer wieder spannend, dass sowas halt in Spielen existiert, die 2018 rauskommen. So, wir wollen ja aber eigentlich weitermachen. Das war anscheinend... Genau, das haben wir schon gemacht. Dann machen wir jetzt das hier. Schaffe einen Stern 2. Magandang, Tanghalipo. Warst du schon mal auf den Philippinen? Vorgestern haben wir dort einen Zwischenstopp eingelegt. Hoffentlich kannst du uns besuchen kommen, wenn du rumrollst, wenn es möglich ist. Oh ja. Ein königliches Geschenk für den hart arbeitenden Prinz. Genau das dachten wir auch. Während wir mit deinem Geschenk Fang spielten. Und da fiel es uns hinunter auf die Erde. Spiel einfach so. Es muss irgendwo da unten sein. Roll es doch bitte auf, wenn du es siehst. Okay. Okay, okay. Geht's. Heute wirst du das Innere eines Hauses rollen. Der Katamari sollte vielleicht ganze 20 cm umfassen. Wir glauben dafür 7 Minuten Erdzeit an dich. Wie lange kann man aber selbst von King of the Cosmos nicht erwarten, dass er wartet. Wir freuen uns schon auf deinen Katamari, Zwergenprinz. Gut, dann wollen wir mal. Oh Gott. Das kann übrigens auch echt schwer werden nach einer Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass man halt einfach mal so ein bisschen hier rumrollt und dann hat sich die Geschichte. Das wird richtig anstrengend noch. Besonders mit den Zeitlimits, die hier gegeben werden, kann das halt super lästig noch werden. Aber wir sind tapfer und deswegen machen wir das. Da komm schon, pass durch. Geld reicht noch nicht. Reicht das schon für die Dinger? Ja. So. Der Soundtrack in dem Spiel ist übrigens auch absolut fantastisch. Das sollte man vielleicht auch noch anmerken. Dieses Spiel hat einfach einen richtig, richtig Soundtrack. Ich will ihn. Ich weiß leider nicht mehr, wer den Soundtrack gemacht hat, aber ich weiß, dass der recht berühmt war und dass der auch echt noch weitere gute Videospiel-Soundtracks gemacht hat. Können wir den Frosch mit aufrollen? Nein, noch nicht. So. Wenn jetzt mit aufrollen. Nein, okay. Ah. Oh. Ich
Jetzt einfach noch mehr Mahjong-Teilchen aufsammeln. Die sind ja hier einfach auch zu Genüge überall. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Bring größer. That's what she said, Alter. Ja, nein, nicht runterrollen. Oh Gott. Aber ja, hier sieht man jetzt vielleicht auch schon, dass es halt jetzt langsam auch mal größer wird, was wir hier einsammeln können. Eben gerade sind wir gegen die Bücher gegengerollt und es hat nicht geklappt. Und jetzt können wir einfach rausgehen und einfach alles aufrollen, was hier so draußen rumläuft. Mehr oder weniger. Zumindest, falls man nicht gegen irgendwelche Lebewesen gegenrollt. Was hier machen? Nein. Okay. So. Locken nehmen wir auch noch mit. Das ist auch sehr thematisch passend, dass hier so Weihnachtsmänner rumfliegen. Die haben ja so ein leichtes Christmas-Thematik-Dings am Abgehen, gerade mit Dezember und so weiter. Da ist das ja eigentlich gar nicht so unpassend. Können wir nicht einsammeln. Aber das hier nicht mal einsammeln. Oh, da waren wir jetzt ein bisschen auch schnell. Ach, das sind gar keine Schnecken. Einfach essen. Ah, cool, jetzt können wir auch die Schnecken einsammeln. Na bitte. Haben wir jetzt keine Angst mehr vor irgendwas zu haben. Weihnachtsmänner nehmen wir auch noch mit. Ah, was für ein bezaubernder Katamari. Ach, nicht größer, aber trotzdem leicht und bekömmlich. Wir hätten trotzdem lieber einen viel größeren, besseren Katamari. Wir lassen dich jetzt arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt das Levelziel an sich erreicht, aber wir können ihn halt noch größer machen. Und jetzt geht es halt darum, ihn einfach so groß wie möglich in den letzten 3 Minuten zu machen, die wir jetzt hier haben. Und, das ist halt jetzt einfach der beste Part im ganzen Spiel, weil es einfach wirklich darum geht, alles aufzurollen, was man so findet, weil es einfach, man die passende Größe hat, dass man hier einfach alles einsammeln kann, was hier so rumsteht und rumfleucht. So, ja, noch voll viel. Halt, ich finde das auch relativ spannend, dass die Frau hier einfach nur sitzt und sich das halt alles so antut, was hier passiert. Und hier ist es halt voll egal, sie ist voll gechillt. Aber der King of All Cosmos meinte ja auch halt alles cool. So, die werden mich alle total unterstützen bei allem, was hier passiert. Von daher, nice. Haben wir ja nochmal. So. Atmen können wir noch mitnehmen. Verdienen. Ah, sehr gut. Ich kann sogar schon die Asche mitnehmen. Das ist auch sehr angenehm. Das ist eben nicht so angenehm. So, 60 Sekunden haben wir noch. Come on.
jetzt nähern wir uns noch langsam dem Ende der ganzen Geschichte hier. Ah, leider nein. Gut, dann sind wir jetzt für immer hier stecken geblieben und mit 35 Zentimetern müssen wir uns dann leider auch zufrieden geben. Ich glaube, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Nee. Die Zeit ist um. Wir haben uns beim Zuschauen genug gelangweilt. Wir verziehen uns wieder in den Weltraum. Königlicher Regenbogen. Ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Dann haben wir da auch endlich erstmal genug gesehen. Sie hatten mir nochmal ein bisschen bewertet. Weil wir sollten eigentlich nur 20 haben. 35 hatten wir am Ende. Das ist doch eine überraschende Größe, würde ich sagen. Hi. Zwischendurch gibt es dann halt immer diese super weirden Cutscenes, aber was soll's. Schaffe einen Stern 3 und schaffe einen Krebs. Wir machen lieber noch einen Stern. Ich finde das generelle Aufrollen leider ein bisschen cooler. Du, 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 du. Schicke Sachen zur Erde. Programme. Giraffen. Schafe. Alligatoren. Heute wirst du in der Stadt rumrollen. Der Katamari sollte vielleicht süße 50 Zentimeter umschließen. Wir glauben für 9 Minuten in Erdzeit an dich. Okay. Wollen ja kein Versagerprinz sein. Da hat er recht gehabt. Dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen, um jetzt hier auf 50 Zentimeter zu kommen. Gut, das läuft großartig. Ha. So. So, so. Komm schon. So. Noch nicht. Das war nicht, aber das ist in Ordnung. Oh Gott. Diese Musik, Alter. Das ist halt echt auch schwerer, als man denkt. Immer noch nicht genug Größe, um die Dinger da hinten aufzurollen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof eigentlich. Nein, zu spät. Was machst du denn? Hä? Okay. Dann rollen wir es halt ein, bevor es weg ist. Wir werden das Mutter berichten. Warum ist er so böse zu mir? Bin ich nicht in Ordnung. Ah, na bitte, guck mal, das ist doch ganz angenehm. Der Fisch ist leider immer noch zu groß für uns, aber das ist okay. So. Das Feuerwerk-Stuff hier so mitnehmen.
Der Affe ist noch zu groß. Oh nein, der Hund verfolgt uns. Da fliehen wir doch direkt mal. Was? Die sind zu groß für uns? Komisch. Oh, cool. Okay. Damit kann ich umgehen. Wow, okay. Baller uns weg, meine Freundin hier. Einstein, kommt ihr mit? Hier sollte ich mich echt mal tatsächlich ein bisschen beeilen, wenn da die ganzen Vögel sitzen, weil ich glaube, die kann ich mittlerweile auch alle mitnehmen. Wieder da? Nein. Ah, okay, wir können die Flaschen mitnehmen. Das ist sehr cool. Frauen wird noch nix. Oh, wir können den ganzen anderen Kram hier mitnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Haben wir eine Pizza am Auto? Warte mal. Ach Gott, das ist ein bisschen kompliziert. Keine Ahnung, ob ich die Vögel jetzt getroffen habe oder nicht. Ihn hier mitnehmen? Yes! Ah, was für ein bezaubernder Katamari. Mal vorlaut, mal schüchtern. Jetzt bist du schon so weit gekommen, da würden wir uns riesig über einen noch größeren, super netten Katamari freuen. Okay, okay. Ich möchte echt diese Katze mitnehmen. Hier hoch? Ja, tun wir. Oh, sie klingt voll traurig. Ah, ich steck fest. Gut, die Pfanne ist echt auch keine so gute Idee. Das Auto ist anscheinend auch keine so gute Idee. Oh,
der Katze leider auch nichts tun. Schön, dass wir einfach die Kreidezeichnung auf dem Boden gerade aufgerollt haben. Das ist schon ein bisschen super. Hin. 81, also 81. Es ist gerade eingefallen, was wir noch tun müssen. Wir ziehen uns wieder in den Weltraum zurück. Sehr gut. Königlicher Regenbogen. Okay, und ja. Das wäre Katamari Damashii für die Switch. Ist wie gesagt sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Sehr, sehr kreatives Spiel. Und halt ist es auch nicht so super lang. Daher so für zwischendurch. Durchaus geeignet. Und ja, das ist, glaube ich, dann so auch alles, was ich dazu irgendwie zeigen wollen würde, erstmal. Daher freuen wir uns darüber, dass wir 3 Sterne wiederhergestellt haben von Trilliarden, Billiarden, Milliarden. Und. Nee, Und ja, Fortsetzung folgt. Daher danke fürs Zuschauen. Und ich bin weg.